Mal ein Hallo, der verrückte Svenny ist wieder da. Möchte mich erstmal bei der Sandra bedanken. Die hat euch ja immer so weit auf dem Laufenden gehalten, was mit mir ist. Ja, nun ist der verrückte Svenny wieder da. Ja, wie gesagt, ich war zur Reha, bin am 24. entlassen worden. Am 24. hat man mich entlassen. Ja, und nun bin ich wieder da. Nun habt ihr wieder den Salat mit mir. Wie gesagt, meine Schnauze steht nicht stille. Bin auch wieder da. Ich freue mich, dass ihr mir die Treue gehalten habt. Ne? Aber wie gesagt, ein dickes Dankeschön erstmal an der Sandra, dass sie euch so ein bisschen über mich erzählt hat, wo ich in der Reha war, wo es mir scheiße ging. Und ja, ich dachte, naja, jetzt wirst du mal ein kleines Video drehen, ne, damit ihr nicht denkt, es kommt von mir gar nichts mehr. Wie gesagt, ich war ja zur Reha, bin am 24. Uhr entlassen worden. Dann muss ich ja mal meinen Laptop ein bisschen drehen. Ja, sehe ich einigermaßen gut aus, ich hoffe, Falten haben wir nicht. Gut. Ja, wie gesagt, die Reha war soweit ganz gut. Aber, wie gesagt, ich war da viel in der Muckibude. Die haben immer gesagt, alle dazu, das ist die Muckibude. Und ja, man hat mich da einigermaßen fit gemacht. Ja, und dann bin ich, wie gesagt, am 24. hat man mich da entlassen. Die Oberärztin fragte mich, Mensch, Herr Ehrenreich, wie sieht's denn aus? Wollen Sie nicht schon am 24. nach Hause? Geplant war ja laut meinem Plan, dass ich am 25. entlassen werde. Aber das ist ja der erste Feiertag gewesen nach Weihnachten. Ne? Ich hoffe, der Weihnachtsmann war bei euch alle fleißig. Bei mir war er ein bisschen fleißig. Aber ich wünsche mir nur einen Sack Gesundheit. Ja, wie gesagt, sonst geht es mir ja schon wieder gut. Bin auch froh, dass ihr mir alle die Treue gehalten habt. So lange, weil ja von mir auch so lange nichts kam. Ja, meine Nachbarin denkt bestimmt wieder, mein Spinner ist wieder da nebenan, der macht bestimmt wieder Selbstgespräche, aber dabei quatsch ich ja hier mit meinem Laptop. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, mir geht es soweit ganz gut, aber dann habe ich schon wieder die nächste Sache bekommen. Hier ist mein Schreiben, das hatte ich am 25. bin ich dann mit meinem Papa hierher gefahren und da habe ich dann meinen Briefkasten geleert und habe das dann geöffnet, den Brief, und ich dachte, ich gucke nicht recht. Da steht drauf, ich soll doch am 19. Februar 2018 mich dort um 9.30 Uhr einfinden. Man setzt mir nur also so ein Defibrillator ein, weil noch trage ich ja immer mein Tragbaren, was aussieht wie so ein Fotoapparat. Ne? Ich dachte, das kennt ihr, habe ich euch ja schon mal gezeigt. Ja, und jetzt will man mir so ein Ding einsetzen. Ich war erst mal geknickt. Ich habe zu meinem Papa noch vorher gesagt, naja, jetzt habe ich ja erstmal Ruhe, jetzt kann ich mich erstmal von der Reha erholen. Ja, aber daraus wird wohl leider nichts. Ich dachte, naja, scheiße, es geht die Scheiße wieder weiter. Das neue Jahr fängt ja schon gleich gut an. Gut, das alte ist ja noch nicht mal zu Ende. Ne? Aber ich wollte euch erstmal so ein bisschen erzählen. Ne? Ich muss bloß... ich erzähle schon wieder viel zu schnell alles. Ne? Meine Minions geht's auch gut. Ne? Ihr seht's. Ja, die freuen sich auch, dass jetzt Svenny endlich wieder zu Hause ist. Ja, also wie gesagt, ich war zur Reha in Berlin-Tegel. Das ist ein teures Pflaster, muss ich euch sagen, da wo ich war. Aber es hat mir ja gut geholfen. Mir geht es ja schon wieder ganz gut. Meine Schnauze steht nicht stille. Aber ich denke mal, ich soll euch auch ganz lieb grüßen von der Tante Trude. Sie hat gesagt, Svenny, erhol dich erstmal schön, mach dir keinen Kopf. Wir sehen uns auf jeden Fall bald. Ne? Ja, bedankt habe ich mich bei der Sandra, glaube ich, schon. Ne? Die hat euch ja immer so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten, wo ich mich auch ganz doll freue drüber. Sandra, nochmal vielen Dank und ganz lieb von dir. Ja, gut, ich habe dir zwar den Auftrag gegeben. Und beim Heinz möchte ich mich auch mal ganz lieb bedanken. Aber mit dem Singen, das müssen wir noch ein bisschen üben, wenn du mir nachmachen willst.
Es kommen demnächst auch wieder, bevor ich wieder ins Krankenhaus gehe, kriege ja dann so ein Ding eingesetzt hier oben, ne? Setzt man denn hier ein und dann gehen Drähte zum Herzen. Naja, wie gesagt, die Hauptsache meine Schnauze steht nicht stille. Ja, wie gesagt, ne? Ich dachte, jetzt musste erstmal schnell ein bisschen ein kleines Video drehen, denn ihr wartet bestimmt schon ganz gespannt, was der Olle Rochen so macht, ne? Ja, wie gesagt, mir geht's soweit ganz gut. Ja, jetzt. Ja, was soll ich euch noch erzählen? Großartig. Das meiste wisst ihr ja nur schon. Das habe ich ja euch nur auch erzählt. Und von der Sandra wisst ihr ja auch. Und wie gesagt, beim Heinz bedanke ich mich auch. Aber wie gesagt, Heinz, das Nachsingen müssen wir noch doll üben. So können wir beide nicht zu DSDS gehen. Ne? Wenn du so singst, dann sagt Bohlen gleich: Ja, bitte gehen Sie nach Hause. Und ja, aber ich freue mich trotzdem, dass er das gemacht hat. Ja, meine Lieben, das war's erstmal von meiner Seite. Ich bin auf jeden Fall ganz froh, dass ihr mir alle so die Treue gehalten habt und nicht einfach, ach, lasst den mal, ne? Ne? Und freut mich auf jeden Fall, dass ihr mir so lange die Treue gehalten habt, ne? Und falls wir uns dieses Jahr nicht mehr sehen, alle Mann, wünsche ich euch allen auf jeden Fall einen guten Rutsch. Kommt alle gut ins neue Jahr 2018. Und dann hoffen wir, sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Ne? Ich hoffe, dann bin ich auch mein scheiß Ding hier los. Aber es steht ja schon fest. Hier ist ja schon der OP-Termin. Ne? Kommt ja am 20. soll ich ja dann diesen Defibrillator eingesetzt bekommen. Ja, meine Lieben, wie gesagt, bleibt mir weiterhin treu. Es kommen auch wieder Videos. Aber wie gesagt, ich muss dann erstmal sehen, wie es mir gesundheitlich geht, ne? Und dann, wie gesagt, ich freue mich und begrüße, ach so, fällt mir jetzt ganz spontan ein noch, hab ja schon ein bisschen Alzheimer, ne? Also nicht bloß das Herz ist in Mitleidenschaft getreten, auch mein Gehirn. Ja, meine Lieben, wie gesagt, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch, kommt gut rein ins neue Jahr 2018 und dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder. Wie gesagt, sollte ich nach der OP bin ich ja dann erstmal geschwächt, denke ich mal. Ich denke mal, die machen mich wieder fit. Ich werde dann durch die Sandra wieder euch mitteilen, wie es mir so geht. Ne? Wie gesagt, so meine Lieben, das war es erstmal so von meiner Seite. Ich hoffe, ihr versteht mich alle gut. Ne? Ja, jetzt habe ich schon Fusseln am Mund. Aber wie gesagt, ich bleibe trotzdem der Alte. Aber finde ich ganz toll, dass ihr mir treu geblieben seid und ach Mensch, habe ich doch wieder vergessen, Alzheimer lässt grüßen. Ja, meine Lieben, wie gesagt, ich begrüße erstmal die neuen Abonnenten. Das sind ja nun inzwischen schon 54 oder was ich gesehen habe. Ich hatte ja 52 oder so. Ach, ja, Quatsch, so viel nicht. In den 30er waren es, ne? Ja, auf jeden Fall freue ich mich, ne? Und haltet mir weiterhin die Treue. Es kommen auch wieder lustige Videos. Aber wie gesagt, dem Svenny muss erstmal es besser gehen. Ja, ihr habt noch nicht mal meine Tasche, meinen Koffer noch nicht ausgepackt. Das muss ich nachher noch machen. Denn morgen kommt der MDK, um mich zu begutachten. Gut, meine Lieben, so, das war's erstmal. Jetzt habe ich schon Fusseln am Mund vom vielen Quatschen. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Ja, das kann man schon sagen. Und dann hören wir uns wieder, ne? Also, macht's gut erstmal und bleibt mir weiterhin treu. Ich bin ganz stolz auf euch alle und freue mich über jeden neuen Abonnenten, ne? Es kommen auch wieder lustige Videos oder auch ein bisschen Musik, wo ich ein bisschen Covern tue. Schauen wir mal, ne? Aber erstmal muss ich mich noch ein bisschen erholen und ein bisschen schonen. Sonst springt mein Defibrillator wieder an. Das wollen wir ja nicht. Ich habe da keinen Bock im Moment drauf. Ich bin ja fix und alle von meinen Schnabbeln. Gut, meine Lieben, dann sage ich erstmal ganz liebe Grüße nochmal, bleibt mir weiterhin treu und wir hören uns dann bald wieder. Ne? Tschüss, sagt euer verrückter Svenny und vergesst mich nicht.